So, willkommen zu der neuen Folge Pokémon Go auf meinem Kanal. Rams ist der Dicke. Wir sind natürlich immer noch in München und wenn alles passt, müsste das exakt die Folge für Montag sein. Ihr wisst, Montag immer Max Out Monday. Ich maxe ein paar Pokémon. Ich habe immer geguckt, dass ich so 6 Stück maxe in einer Folge dann. Und da wir ja den Isro dabei haben, ne? Der jetzt nicht mehr Isro heißt, weil der aussieht immer wie Kanal Phänomenal, nennt man den jetzt nur noch Kanal Abnormal. Guckt euch den an. Das ist der Isro, das ist der Hannes, der Jean Renault, heftig am Start. Und ich habe mir heute gedacht... Und ich nenne dich jetzt Bademeister, du mit deiner kurzen Hose da. Film dich mal. Und dann kannst du deine Pokémon erzählen, was du davor hast. So. Der Isro wird mir heute 3 Pokémon nennen, die ich maxen soll. Wir haben uns wirklich vorher nicht abgesprochen. So, jetzt geht's der los. Hannes wird mir 3 nennen, die ich maxen soll. Wir haben uns auch nicht abgesprochen, obwohl ich beim Isro eigentlich schon denke, was da kommen wird. Und passend dazu, weil heute Montag ist, ist ja der Raid-Boss-Wechsel ab 10 Uhr. Das heißt, Regi Eis ist in die Raids gekommen. Und guckt mal, die stehen sogar schon hier bereit. Da können wir gleich noch einen Raid machen. Da ist noch, keine Ahnung, was das. Das ist Gala-Version, das kommt erst noch rein. Das ist der Stein-Typ da. Wie heißt der? Regirock. Genau. Aber es gibt doch die mit dem braunen Deckel, die müssen doch dann Rock sein. Das ist Steel, Regis Steel, genau. Das ist Regirock in Schillern, Shiny. Ist halt schwarz dann. Ist verkohlt schon. Richtig cool. Ist auch verkohlt. Kohlrolladen. Ist auch Shiny, so. Was ich hier lustig finde, guck doch mal hier, der Busyweg 1 feier ich. Der Busyweg, ne? Deswegen stehen hier auch lauter. Der Kanal Abnormal, alles am Start. Finde ich richtig gut. So, Isro, magst du mal hier kurz an die Seite so kommen und mir oder irgendwo? Man sieht dich bestimmt irgendwo, wo du bist, weil was ist dein erstes Pokémon? Ja, du tust jetzt mal Schlurp auf Level 50 machen. Schlurp? Kein Schlurpleck, ein Schlurp. Ja. Hier ist eins drin. Ha! Geht nicht. Hast du ein anderes? Ja, die Entwicklung. Ja, geht auch nicht. Guck, hast du ein anderes? Waren das jetzt schon 2? Impergator. Du hast doch noch nicht mal einen gemacht. Impergator geht auch nicht. Das weiß ich jetzt schon, weil der nämlich schon auf 50 ist. Moment, hier 3230 Max. Hast du noch was anderes? Okay, dann Flauschling. Flau? Ja. Flauschling oder die Entwicklung Sabayon? Ja, ach komm, dann mach doch die Entwicklung. Gut, dann ist es dein erstes und der Hannes nennt das nächste. Wir wechseln jetzt hier dieses Sabayon auf 2486. Kann das was in der Hyperliga? Schreibt's mal rein, wenn ihr das wisst. Mit einem Knopf drauf. Krieg genau 444 dazu. Hannes, welches möchtest du? Gala Pantimus. Oh. Warum denn? Hätte ich wenigstens ein 100er hier, so ein 100er Pandimos wäre doch nice. Dann muss ich jetzt von den hässlichen hier gucken. Ach so, vor allem, warum nehmt ihr eigentlich immer erste Stufen? Wieso denn nicht mal Weiterentwicklung? Wir haben doch Pandifrost am Start zum Beispiel. Dann nimmt Pandifrost die Weiterentwicklung. Jetzt muss ich mal gucken, welches das Beste ist von denen. Das ist nämlich jetzt wieder kompliziert. Bei anderen weiß ich, 100 nimmst du 100 fertig. So, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht, das ist auch schlecht. Das ist es nicht, das ist wieder was anderes. Der ist, oh, der hat 15 Angriff aus München, Bayern. Na gut, dir zuliebe, nehmen wir den und pushen den einfach auf 3084. Der Mr. Bandifrost, den kennt der Isro bestimmt gar nicht. Kennst du den? Guck nur den Bart an. Das ist der Pringelsmann hier, guck. Woo, richtig genial. Okay, ich habe einen neuen jetzt. Jetzt der Isro wieder, ja, was hast du denn? Ja, Shiny Suicune Sinn. Suicune meinst du? Geht nicht, habe ich keinen XL. Muss erst wieder in Raids kommen. Hast du noch was anderes? Shiny Lavados. Lavados geht auch nicht, weil muss erst wieder in Raids kommen, habe ich keine XL. Das, was ich habe, das 100er, das ist auf Level 40, aber ich habe nur 37 okay, Bonbons. Ja, warte mal. Okay, Ditto. Ditto, ja, geht, glaube ich. Warte mal, Ditto, Hammer auf. Geht auch nicht, keine XL. Hannes, hast du schnell eins, was der Hansa ist? Hansa Aeron. Was? Hansa Aeron. Aktilas haben wir doch letztens, glaube ich, bestimmt gepusht. Wie schreibst du denn den wieder? Hier, Aktilas habe ich letztens. Also, der Hannes, der guckt halt nichts mehr, deswegen. Da steht so, stand sogar extra im Titel Max Out Monday, also Aktilas ist schon gepusht. Du hast Hansa Aeron gesagt. Ja. Panzer Aeron müsste ein 100er sein, geht nicht, fertig.
Da merkt man, welche Leute Pokémon Go spielen und wer nicht. Dann wüssten die auch, dass es keine Bonbons gibt. Warte mal. Ich muss jetzt erstmal überlegen, wie die heißen. Hier, okay, Felino. Morlord. Sinnlos. Das waren die ersten zwei, die ich überhaupt hochgezogen habe. Das heißt, wenn ich dir jetzt einen Morlord zeige, pass auf. Nein, das wo ist denn der? Wird mit einem E geschrieben oder was? Ja, Morlord. Hier, guck, ist auf 50. Hannes, du vielleicht wieder. Psiau. Psiau. Immer die, die man nicht als 100er hat und wo man keine Bonbons hat. Das ist wirklich. Ich hab gedacht, du bist hier der Ultra-Gamer. Ja, wie denn? Die gibt's nicht wild, die kann ich nicht fangen und aus Eiern oder Raids. Ich mach nicht 10 Millionen Raids von den Dingern, um da Dings zu kriegen. Ich hab 60 XL nur. Also. Okay, dann mach mal Turtok. Die meisten kann man auf 40 pushen, aber halt nicht auf 50. Turtok ist schon gemaxed, weil es ja eben eine Mega-Entwicklung hat. Ist also auch schon auf 50. Calamanero. Was ist denn das? Okay. Calamanero. Och! Der würde gehen, ist glaube ich ein 100er, ja, und zack, 2667 für das, was ich bisher eben nicht mal kannte, aber jetzt einfach da ist. Das heißt, 2-1 von Hannes, ja? Okay, ich habe jetzt einen. Du hast einen, warte gut. Mal. Was haben wir noch? Griffelidis. Was? Griffelidis, Alter. Den habe ich auch nicht als 100er, den gibt es nämlich nur aus Eiern, aber da dürfte ich durch das ganze Brüten im Prinzip so viele haben. Ich habe sogar einen Shiny davon. Wollen wir das Shiny vielleicht hochpushen? Guck mal, 1100 XL. Das geht sogar. Wir bewerten mal kurz. Oh, das sieht gut aus. Das sieht nicht gut aus. Das ist das Schlechteste. Wollen wir das Shiny pushen? Ja, das ist nämlich von Pupsi, glaube ich, getauscht. Nehmen wir den so, kommt auf 2277. Pushen wir den hoch auf Level 50, steht es jetzt also 2-2. Glaube ich. Shiny Baby Boop. Eins brauche ich noch von jedem. Falls ich mich nicht verzählt habe. Weiß ich nicht. Rabigator? Rabigator. Ich weiß nicht, ob er den. Hat es? Die gibt's doch nur aus Eiern. Da hast du nicht so viel XL. Und vor allem kein 100er. Und wenn, dann wär's voll scheiße, jetzt hast einfach so einzuziehen. Ich hab den Iguana schon entwickelt und auf 100 gemacht. Das wäre eine. Boah, wir nehmen mal Iguana. Da haben wir nämlich hier. Da können wir nämlich. Geht aber nicht auf 100. Geht nicht auf. Kann ich nicht hochziehen, fehlen Bonbons. Ich könnte okay. 21 umwandeln, aber das ist zu wenig. Da muss ich noch mit warten, auf jeden Käuf-Waff. Fall. Käuf-Waff. Seine Käuf-Waff. Das ist doch der Hund, oder? Vor allem Shiny. Wieso Shiny? Es gibt kein Shiny davon. Oh, hier, guck, ja. Den kann ich maxen. Das ist kein Shiny. Dann machen wir hier, pushen wir halt einen Käufwaff. So, du bist fertig und jetzt bitte nur noch Hannes. Der kommt auf 2387. Käufwaff. Igitt. Also, Hannes. Das ist, wenn man so unter Druck stehst und einfach irgendwas schnell versuchst rauszuhauen. Also, da kommt einfach nur. Warum die, wo ich gesagt habe? Was? Megalon? Was ist das? Megalon? Megalon. Was ist denn das? Das ist das da hier. Ach, der Steinkauz. Ja. Das ist aber auch, ist eine Vorstufe oder nicht? Nee. Das ist die Handentwicklung. Das ist die? Ja, habe ich keine Bonbons. Okay. Gut. Okay. Ach so, wenn ich nämlich so mache, müsste ja die Vor... Na, egal. Da hast du noch was, Megalon. Wie gesagt, 40 würden dir gehen, aber wir wollen ja wirklich auf 50 durchziehen. Also sonst ist das kein Max-Out-Monday. Shadrago. Shadrago, habe ich keine Bonbons. Ich habe keine Raids gemacht davon. Hier, ich habe hier einen Best Buddy-Dings. Der hat 11 XL-Bonbons. Das okay. Geht nix, aber so sieht man mal, dass der eine coole Maske auf hat. Go, so gibt's sonst noch was. Wenn ich Ispo beeinflusse ihn halt ein bisschen, vielleicht findet er was aus deinen 1000 Gedanken, was er cool findet. Ja, habe ich ja schon gesagt, Aerokaktyl, Kaktyl. Das hast du aber schon. Aerokaktyl. Hat er doch, glaube ich, schon. Aha, geht nicht auf 50. Nee. Fehlen XL, habe ich 85 leider nur. Habt ihr denn nicht irgendwas, Jungs? Ihr müsst doch Lieblings-Pokémon haben. Ja, aber die hast du ja alle nicht. Stimmt, die habe ich nicht, weil meine sind nicht eure. Pandagro.
Das immer irgendwas so Seltenes, dass es einfach gar nicht im Spiel erhältlich ist. Das ist ein Panda. Nein, es ist bei dem der blöde Panda, der auch wieder nur in den Raids war und in. Ah. Bei den meisten weiß ich ja, dass das. So. Pandago okay, hat jetzt einen, 186 nicht ist nicht. Ich weiß sicher einen, wo du nicht hochgezogen hast. Wo du die ich dachte schon, den ich sicher nicht habe, also den ich nicht hochziehen kann. Nein. Ey, mach mich nicht fertig. Pass auf, was jetzt? X-Bad. X-Bad. Ja. Ist ein 100er hier. Bonbons sind da. Können wir hochziehen. Hannes, möchtest du den? Ja, nimm ihn, nimm ihn. Eigentlich bist du ja dran. Aber der sieht richtig fies aus und böse, oder? Nimm ihn. Perfekt hier für die Überliga gerade. Warte, was macht denn der? Der geht auf 24,95. Aber wir wollen natürlich das super Sparangebot für 29,92. Und haben jetzt ein X-Bad noch auf Level 50 gezogen. Und das war's dann auch. Das waren jetzt 6 Stück, oder? X-Bad, ja. Pandifrost. Das Savoyanet und dann noch irgendwas anderes. Also ich glaube, das war's mit der Max Out Monday Folge. Das ist auch richtig nett. Hier sitzt noch so ein Teil, müssen wir mitnehmen. Monday da braucht man noch XL und dann können wir vielleicht in der nächsten Folge Max Out Monday diesen hässlichen Iguano pushen. Bam. Ansonsten war's das von meiner Seite aus. Dankeschön, Isbo, fürs dabei sein. Ne? Das hast du fein gemacht. Guck mal, deine Lieblinge sind doch schon oben. Dein Morlord und dein Kanimani im Bagado. Also zwei von deinen Lieblingen habe ich eh oben gehabt. Shiny, dass du ein Shiny hochziehst. Von nee, das macht man nett. Das macht man nett. Also kein Zahn. Dankeschön, Hannes. Bitte, fürs dabei sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.